get started. Willkommen beim Thunder Talk. Heute präsentieren wir euch mal ein Highlight dieses Jahr, Julian. Also wir haben ja schon einige Fatboys gebaut. Die ist mal ganz anders als alle anderen Kinder. Normalerweise machen wir immer viel schwarz, schwarz, schwarz. Aber die neue Fatboy hat ja serienmäßig schon die verchromte Gabel und die verchromten Motordeckel. Das haben wir hier auch beibehalten. Und ja, absolutes Highlight bei dem Motorrad sind unsere Anniversary-Räder. Wir haben euch das ja schon vorgestellt, so ein bisschen in den Teasern von dem Motorrad. Hallo Leute, ich zeige euch mal, wir bauen gerade eine neue Fatboy, kommt mal mit. Ja, ist eines unserer neuesten Projekte, mal eine brutale Fatboy, aber nicht in schwarz, so viel kann ich schon verraten. Wird ein super edles Motorrad mit ganz neuen Rädern. Bike steht hier auf der Bühne, wird jetzt komplett gestrippt. Bis auf Rahmenmotor bleibt ja alles stehen, der Rest wird zerlegt und ausgebaut. Und dann geht's an den Zusammenbau mit unseren neuen Teilen. Seid gespannt! Ja, moin Leute. Wir gucken jetzt einfach mal, was unsere neue Fatboy macht, die wir bauen. Und komm mal mit, wir schauen mal, wie weit wir sind. Ja, schick. Moped ist gerade im Aufbau. Lackteile werden angepasst, Fender vorne, hinten. Und was ich gesagt habe, alles außer schwarz, sieht man hier schon ganz schön. Die Gabel vorne ist komplett verchromt, geändert worden. Lenker, Reiser und auch die Armaturen, die original schwarz sind, so wie hier, haben wir jetzt ausgetauscht gegen die Chrom-Variante. Und absolutes Highlight von dem Motorrad werden unsere Anniversary-Räder sein. Die sind komplett neu überarbeitet worden, haben eine neue Fräs- und Drehkontur bekommen und haben eine noch viel hochwertigere Oberfläche dadurch gekriegt, ne? Also das Rad ist ein Mega-Kracher, sieht super geil aus in dem Motorrad. Ich bin echt mal gespannt, wie das aussieht, wenn es fertig wird. Ja, jetzt läuft hier gerade so ein bisschen Öl raus. Wir können ja mal den Tim fragen, was der gerade so macht hier. Ja, ich bereite gerade die hydraulische Kupplung vor. Ah. Wir sehen, da sind schon die Komponenten ausgebaut von der Salzkupplung. Kommt alles raus, die Komponenten der hydraulischen kommen rein. Dann tauscht ihr den Deckel aus und die Armatur hier oben, ne? Ja, da kommen noch ein paar Innereien, die werden geändert. Und dann haben wir hier schön den Geberzylinder der Kupplung. Ja, gibt eine clean Optik, haben wir halt auf beiden Seiten symmetrische Optik. Die Leitungen sind gleich auf beiden Seiten, ist bei so einem High-End-Custom-Bike eigentlich schon Standard bei uns. Ja. Ja, dann, wenn die Lackteile angepasst sind, dann geht es zum Anstreichen und dann sind wir mal gespannt, was wir für eine Farbe bekommen, ja, oder? Sind wir echt gespannt. Mal schauen. Ja. Ja, also Optik von dem Motorrad ist wirklich super geil geworden. Die Räder machen so viel aus, die verändern das ganze Motorrad und stechen halt wirklich heraus, aber ohne zu übertreiben. Also ist wirklich eine sehr, sehr gute Mischung.
in Verbindung mit der Einarmschwinge hat man halt dann auch wirklich von der rechten Seite komplett freie Sicht auf die Räder, kurze Jekyll-and-Hyde-Anlage, sodass halt auch wirklich nichts das Hinterrad dann verdeckt. Ja, gerne verbauen wir bei den Fatboys mit der Radkombination unsere hohen Fliplenker. Verändert den Stil auch komplett, finde ich. Hier jetzt mal mit unserem flachen Hollywood-Lenker, den verchromten originalen Harley-Armaturen, macht das Motorrad super edel. Verchromte Flush-Mounts, die versenkten Tankdeckel. Also alles in allem absolut andere Fatboy mal. Ja, sehr und klassisch. Und der originale Look bleibt behalten durch den Originaltank, die originale Gabel. Ich finde es einfach sehr gelungen, ja. Ja, klassisch und halt auch wirklich ein zeitloses Design, wie ich finde. Mit den Rädern, das Chrom, der Lack, also der ist ja auch, den müssen wir auch definitiv ansprechen, der ist sehr, sehr besonders geworden. Ja, man sieht im ersten Moment, eigentlich denkt man, ist schwarz matt, schwarz glänzend, aber wenn man mal näher hinguckt, der ganze Lack hat einen ganz intensiven blauen Metal Flake bekommen und sobald er angeleuchtet wird, strahlt er richtig, die blauen Flakes. Also auch ein bisschen Understatement, aber das knallt, wenn die Sonne da drauf scheint, richtig. Genau, wenn die Sonne draufsteht, mega. Ist das schon ein echtes Highlight. Ja, der Kunde hat das Motorrad auch schon gesehen und ist begeistert. Den haben wir so ein kleines bisschen im Dunkeln tappeln lassen, was die Ausführung angeht. Und hat riesen Spaß mit dem Motorrad. Ja, ich denke, ja, definitiv. Da haben wir mal eine etwas andere Fatboy auf die Räder gestellt und da zeigt einfach die Vielfalt, dass man aus einem Basismodell auch unterschiedlichste Stilrichtungen bauen kann. Genau, auf jeden Fall. Also Fatboy sowieso, perfektes Modell. So ein paar Sachen finden sich natürlich auch hier wieder. Einmal das Slamtail-Fahrwerk, das wir verbaut haben. Dann in der Mitte haben wir einfach über den originalen Luftfilter das Cover von Harley-Davidson genommen, aus der Defiant-Serie. Unsere Fußrastenanlage, die auch den Fahrer ein bisschen weiter nach vorne bringt mit den Füßen, ist ja auch ein bisschen größer. Ja, ein bisschen größere Leute haben dann besseren Sitzkomfort, ne? Ja. Genau. Und halt dann auch mit den Griffen abgerundet mit den gleichen Endkappen im Torque-Design. Sehr, sehr gelungenes Motorrad. Ja, ich hoffe, euch gefällt das genauso gut wie uns. Wir waren schon ein bisschen aufgeregt bei dem Bike, weil die neuen Räder hatten wir so noch nicht verbaut. Und ja, wir sind gespannt. Wir werden mit Sicherheit nicht das letzte Motorrad gewesen sein, was wir mit den Rädern gebaut haben. Ich glaube, da kommt ganz gut an. Ja. Ja, freuen wir uns auf die nächsten Thunder Talks, wenn wir das nächste Motorrad vorstellen. Viel Spaß.